Wie geht es dir, wenn du an Ordnung denkst? Mir ging es dann früher immer schlecht. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ja noch viel zu ordnen hatte und ein Riesenchaos rund um mich war. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es viel einfacher wird, wenn ich entspannt an die Sortierung rangehe. Wenn Angst oder Sorge kommt, durchatmen. Meine Erfahrung ist, Angst und Sorge gehen auch wieder weg. Also gehe entspannt mit deiner neuen Ordnung um. Das war der Ordnungssnack vom Thomas Borchert. Der schmeckt. Tschüss.